Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Channel. Ich bin Thorsten. Ich bin Tim. Ich bin der Michael. Ja, wir haben den Michael heute mal zur Verstärkung, denn der hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Genau. Michael, wir kennen ja deine Geschichte jetzt mittlerweile schon. Aber vielleicht für unsere Mitglieder oder die Leute, die zuschauen, ist ja nochmal interessant zu wissen, was hast du erreicht und ja, wie hast du es geschafft? Ja, wie gesagt, ich habe 2013 rund 161 Kilo gewogen und habe jetzt zum Zeit rund 60 Kilo weg. Wobei es halt manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist, aber zurzeit bin ich eben bei rund 110 Kilo. Ja, Michael hat einen Großteil seines Zieles erreicht, will noch ein bisschen weiter, aber wir haben einfach mal gesagt, damit hast du schon etwas erreicht, ja. Was für viele, viele halt wirklich so ein Ding ist, wo sie glauben, es geht nicht. Und wie Michael das halt gemacht hat, finden wir halt recht vorbildlich und deswegen für euch als kleine Motivation, der halt vor ähnlichen Aufgaben, vor ähnlichen Problemen steht. Wie ging das bei dir los? Was war der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, vielleicht bin ich doch ein bisschen übergewichtig. Ah, der größte Knackpunkt ist eigentlich ein bisschen witzig gewesen. Ich war mit meinem Sohn im Stadionbad und das 1-Meter-Brett hängt ja normalerweise etwas über dem Wasser. Aber als ich drauf gestanden habe, stand es vorne eben im Wasser. Ich habe mich dann halt nur galant reinleiten lassen und bin so weit weggetaucht, wie ich konnte. Das war so der Schlüsselpunkt, wo ich gesagt habe, irgendwas läuft hier komplett aus dem Ruder. Gut, im Nachhinein ist es lustig, wenn man darüber redet. In dem Moment war es wahrscheinlich nicht, aber für dich der Knackpunkt und vielleicht deswegen auch definitiv positiv zu sehen, weil du hast dann einiges geändert. Ja, natürlich. Was hast du denn so gemacht? Ich habe 2013 dann, als ich diesen Schlüsselpunkt hatte und auch irgendwann dann verarbeitet hatte, irgendwie angefangen mit ganz normalen Walken, weil durch das Gewicht auch ein bisschen Knie belastet sind, ging Laufen gar nicht. Man hatte ich nach absolute Empfehlung, also wer starkes Übergewicht hat, nicht laufen. Genau. Walken ist viel weniger Belastung und ja. Genau, eben. Und dann habe ich mit dem normalen Walking angefangen und als ich dann so ein bisschen in den Schwung reinkam und gemerkt habe, es passiert was, kam dann irgendwann auch dann die Stöcke dazu. Manche finden es mal ein bisschen peinlich, mit Stöcken zu laufen, aber mir hat es gut getan und tut es heute noch ganz gut. Und damit fing eben die ganze Geschichte an, ins Rollen zu kommen, dass ich das Gewicht verloren habe. Ja. Also ging es im Endeffekt um einfach mehr Bewegung erstmal in den Alltag integrieren? Genau, erstmal einfach irgendwas zu machen, um einfach von dem Gewicht runterzukommen, zumal ich ja auch zu dem Zeitpunkt auch unter relativ hohem Bluthochdruck gelitten habe. Ja, und dann bist du auch irgendwann dann zu Tim gekommen. Genau. Ja, Michael hatte ich damals dann hier zum Training. Wir haben dann auch erstmal mit dem Krafttraining gestartet, hat auch sehr fleißig und regelmäßig trainiert, die Sachen umgesetzt und auch im Krafttraining sind dann ziemlich schnell schon die ersten Erfolge gekommen. Ja, sicherlich ein bisschen Muskulatur jetzt auch mit drauf. Warum wollen wir Muskeln haben, wenn man abnimmt? Mehr Muskulatur, verbrennt auch mehr, den Stoffwechsel insgesamt ein bisschen ankurbeln und Muskulatur allgemein ist nicht schlecht für den Körper. Was hast du denn ernährungstechnisch gemacht? Weil du wirst ja nicht nur ein bisschen mehr Sport gemacht haben, du hast auch ein paar Sachen umgesetzt. Nein, also der ausschlaggebende Punkt ist eben einfach, viele Sachen geändert. Der größte Punkt war eben halt allgemein weniger zu essen, bewusster zu essen. Irgendwann angefangen komplett auf Alkohol zu verzichten, was dann einen Extremschub nach vorne gegeben hat. Und seit Anfang diesen Jahres bin ich auch extrem mit dem Intervallfasten dabei, was jetzt auch nochmal richtig einen nach vorne gebracht hat, wo ich dann wirklich noch mehr auf gesunde Ernährung achte. Und durch den Kraftsport, den ich jetzt mit Tim zusammen ja auch irgendwie meine Trainingspläne mache, ernähre ich mich eben halt auch recht eiweißhaltig, eiweißbasiert und eben mit viel Obst, viel Gemüse, wenig Obst. Ja. Zum Thema Intervallfasten hatten wir ja auch schon mal ein Video gemacht. Vielleicht noch du noch mal ganz kurz so die Übersicht. Ja, also zum Intervallfasten, die gängigste Form ist ja die 16:8. Das heißt, in 16 Stunden fastet man, in 8 Stunden isst man. Hat viele Vorteile. Jetzt in dem Fall war es halt die strukturierte Ernährung, Gewichtsabnahme. Viele haben dadurch einen besseren Schlaf. Das war halt der Grund, warum meine Mutter damit angefangen hat. Also es gibt viele verschiedene Vorteile. Es gibt noch jemanden, der Intervallfasten sehr, sehr regelmäßig macht, nämlich ich. Für mich ist einfach so ein Ding, ja, wenn ich dann nur 2 Mahlzeiten am Tag esse, kann ich trotzdem relativ große Mahlzeiten essen, auch wenn ich mal abnehmen möchte zu den Wettkämpfen oder so. Das ist mir zum Beispiel persönlich lieber, als 3-mal am Tag so mittelgroße Mahlzeiten zu essen, lieber 2-mal am Tag ein bisschen mehr. Genau. Aber bei dir war das auch ein kleines bisschen durch die Arbeit und so, mit dem Stress, wo du für dich gesagt hast, oh, das Intervallfasten, das passt ja ganz gut. Genau, was ich heute noch nicht ganz aus dem Kopf gekriegt habe, ist eben, meine Falle ist immer diese Stressfalle und ich bin halt extremer Stressesser. Und bei mir ist eben halt auf der Arbeit, dass ich direkt einen Supermarkt vor der Tür habe und halt gemerkt habe, wenn ich das Fasten mache, habe ich das Fasten eben so gelegt, dass ich während meiner Arbeitszeit in der Fastenphase bin und somit eben schon diese eine Falle, die für mich immer da ist, Stress auf der Arbeit, ich muss essen, fällt in dem Moment weg. Und wenn ich dann zu Hause bin, bin ich entweder beim Training, esse vor dem Training eine leichte Sache, weil mit schwerem Magen zum Training ist eh immer schlecht,
Und so kam es dann eben, ne? So dass ich dann diese Falle schon mal komplett umgangen habe und relativ wenig Zeit dann noch zum Essen habe in dem Sinne und mich dann auch bewusst ernähren möchte, was dann automatisch da kommt. Also finde ich von der Vorgehensweise sehr gut, erstmal zu überlegen, wo liegt das Problem, was ist eigentlich das, was bei mir zu dem Übergewicht geführt hat, aber dann halt auch einen Lösungsweg dafür finden. Und die Sachen, die Micha jetzt genannt hat, nämlich gesünder ernähren, ein bisschen weniger essen, das Intervallfasten, mehr bewegen, Krafttraining machen, Alkohol weglassen, das sind alles Dinge, die die meisten eigentlich wissen, nur in der Umsetzung hapert es halt manchmal. Deswegen hatten wir halt gesagt, Mensch, wir haben hier jemanden, der das halt einfach super gemacht hat, der damit sehr viel Fortschritte erzielt hat und für euch so ein kleines bisschen als Vorbild. Ja. Bist du da, wo du hin wolltest? Noch nicht, weil ich habe immer noch relativ hohen Fettanteil im Körper, was ich so schnell noch nicht wegbekomme. Was ich wegbekommen habe, ist mein Blutdruck. Von meinen Tabletten bin ich komplett befreit seit diesem Jahr. Ja, was natürlich was hat. Mein Ruheblutdruck liegt zurzeit so bei 110 zu 65, was schon wieder fast zu niedrig ist. Aber ich sag mal, nach jahrelang zu hoch kann er ruhig ein bisschen niedriger sein. Und ich hole mir dann beim Training in die Höhe, dementsprechend mal kurz weg. Ja. Na gut, damit haben wir jetzt auch losgelegt, haben das Training noch ein bisschen angepasst, das Ganze auch ein bisschen intensiver mit den Kursen. Ich entschuldige mich für den Muskelkater, aber gerne. Ich denke mal, 2020, wenn du so weitermachst, wie dir das Jahr 2019 und die vergangenen Jahre halt angegangen bist, wird es auch da wieder weitergehen. Ja klar, auf jeden Fall. Wir fanden das mal ganz interessant. Also ich war geflasht, als Michael mir von der Geschichte erzählt hat. Ich bin über Instagram drüber gestolpert. Da stand dann so unten als Slash von wegen nur 60 Kilo abgenommen. Habe ich ihn erstmal angetickert. Was 60 Kilo, was meinst du denn damit? Hat er mir erzählt. Und habe ich gedacht, okay, so ein bisschen als Vorbild für euch. Man kann solche Ziele erreichen, auch wenn es natürlich damals bei 161 Kilo auf 1,76 Meter sehr, sehr weit weg war. Genau. Aber was Michael erreicht hat, geht die ganze Geschichte an, ob das nun Gewichtsabnahme oder was auch immer ist. Ja. Wenn ihr Hilfe dabei braucht, Tim und ich, wir stehen gerne zur Verfügung im Elan und nehmt euch Michael als Beispiel. 2020 hat jetzt gerade begonnen. Ich würde mal sagen, auf geht's. Alles klar. Erfolg beim Training. Alles klar, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja.